Die Headlines des Tages. Trump zum Präsidentschaftskandidaten nominiert, Spanien empfängt euphorisch seine Fußballhelden und viel Geduld ist im Wiener Frühverkehr gefragt. Die US-Republikaner haben Donald Trump auf ihrem Parteitag in Milwaukee offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. 2 Tage nach dem Mordanschlag auf Trump stimmte eine Mehrheit der Delegierten für den Ex-Präsidenten. Geplant ist, dass Trump die Nominierung am Donnerstag annimmt. Seine Rede wird den Höhepunkt des Parteitags bilden. Seine Anhänger sind begeistert. I'm so grateful. Ich bin so dankbar, dass mein Präsident noch lebt. Wissen Sie, er ist immer noch mein Präsident. Der Biden-Typ hat das Weiße Haus nur besetzt. Zu seinem Vizekandidaten bestimmte Trump J.D. Vance. Der 39-jährige Senator aus dem Bundesstaat Ohio hat sich von einem Kritiker zu einem loyalen Anhänger des früheren Präsidenten gewandelt. Er unterstützt die Migrationspolitik Trumps, lehnt die Waffenhilfe an die Ukraine ab und steht in vielen Fragen weiter rechts als der Ex-Präsident, etwa beim Thema Abtreibungen. Ganz Spanien ist nach dem EM-Titel im Freudentaumel. Die spanischen Fans haben Montagabend mit ihrem Team den Sieg in Madrid ausgiebig gefeiert. Es erfüllt mich mit Stolz und ich habe es auch an den gesamten Trainerstab weitergegeben, diese Gruppe von Spielern trainieren zu dürfen. Sie sind außergewöhnliche Menschen und Fußballer. Es macht mich und Spanien stolz, dass wir Menschen haben, die eine Schule der Werte repräsentieren. Lamine Jamal, Nico Williams und Co. kehrten bereits am Nachmittag von Berlin nach Madrid zurück. Anschließend wurden die EM-Helden von König Felipe VI. Und Regierungschef Pedro Sanchez empfangen. Nach den offiziellen Terminen fuhr die Mannschaft in einem offenen Bus durch die Stadt. Dienstagmorgen war Geduld gefragt im Wiener Morgenverkehr. Neben Bauarbeiten auf der U4-Linie zwischen Schottenring und Schwedenplatz gab es auch auf der U6 eine Betriebsstörung. Weil ein Bagger umgekippt war, gab es zwischen Michelbeuern und Burggasse keinen Betrieb. Passagiere mussten auf Ersatzbusse oder die Linie 5 umsteigen. Die Westbahn überlegt neue Zugverbindungen nach Kärnten und will mehr Züge von Wien nach Vorarlberg einsetzen. Erstmals könnten auch Garnituren aus China zum Einsatz kommen. Ein Zug von Chinas Bahnriesen CRRC absolviert bereits seit einiger Zeit Testfahrten im Westbahndesign. Die Privatbahn hofft auf eine Zulassung im kommenden Jahr, bieten die Chinesen doch günstigere Preise als die Konkurrenz. Und die CRRC will unbedingt in den europäischen Markt und soll deshalb Züge vermieten, was finanzielle Vorteile bietet. Die Privatbahn hat bereits 4 Mietzüge bestellt. Finanziell läuft es ebenfalls gut. Der Konzernumsatz stieg von 90 Millionen auf über 120 Millionen Euro. Im Vorjahr waren rund 8 Millionen Fahrgäste mit der Westbahn unterwegs. Das sind um 35% mehr als 2022. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.